Das waren jetzt wieder 3 Wochen Distant Learning. Und diesmal mache ich aber nicht den Fehler, den ich im Frühling schon gemacht habe, dass ich dann zum Schluss kein Resümee gezogen habe oder mir praktisch notiert habe, wie ich denn da gearbeitet habe. Also, ich bin da auf einige Sachen noch draufgekommen, die ich da verbessert habe. Und das möchte ich jetzt schlicht und einfach einmal festhalten, wie ich da gearbeitet habe. Also, wir haben uns entschieden, wir arbeiten da mit dem Microsoft Teams. Und ich habe also da für jedes Fach, in dem ich unterrichte, ein Team angelegt. Das heißt Mathematik, digitale Grundbildung, digitale Welt mit der dritten Klasse, digitale Welt mit der vierten Klasse, noch einmal digitale Welt mit der vierten Klasse. Dann war noch Werken mit einer ersten Klasse, Werken mit meiner Klasse. Ich glaube, das war's. So, wie habe ich das angelegt? Fangen wir an. Also, machen wir da mal auf. Das ist mein Team. Zentrale sozusagen, meine Teamzentrale. Und jetzt schauen wir mal, wie habe ich denn da das gestaltet? Beiträge, das war so der Raum, wo wir insgesamt einfach uns unterhalten haben. Der Stundeneinstieg passiert ist, der Stundenausstieg passiert ist, die Zwischenanfragen passiert sind. Wir haben da geredet, das war recht nett. Zusätzlich waren dann Erklärungen da in dem Bereich, der private Chat, wenn das dann so einzelne Sachen waren, die zum Erklären notwendig waren, die habe ich dann einzeln geklärt. Es ist aber auch vorgekommen, dass wir manche Kinder angerufen haben, dann haben wir das telefonisch klären können und wir haben es auch mit einfachen Videokonferenzen, also kurzen, dann gemacht, wenn ich irgendwas zum Vorzeigen gehabt habe. Also die Kommunikation mit den Kindern war also kein Problem. Ich bin auch drauf gekommen, ich brauche nicht in allen Teams alles. Es war zum Beispiel da so, wenn man schaut, der Bereich Dateien, da habe ich ein einziges Mal eine Datei hochgeladen, weil sie nicht gewusst haben, welches Icon sie jetzt am Bildschirm da suchen sollen. Und ansonsten, wenn ich da in die Kursmaterialien hineinschaue, da ist nichts drinnen. Das war also in dem Fall einfach nicht notwendig. Dann gibt es da den Bereich Aufgaben, mit dem viele so gern arbeiten. Das war mehr oder weniger eigentlich nur so die Anwesenheitsliste da. Die hat da praktisch automatisch zeitgesteuert da meine Stunde strukturiert. Weil zu einer gewissen Zeit ist eben dann die Aufgabe gekommen, dass wir jetzt anfangen. Zu einer gewissen Zeit, weil ich schon gewusst habe, manche sind einfach schneller, sind dann Bonusaufgaben erschienen. Und kurz vor Ende der Stunde sind nachher noch die Hausaufgaben erschienen. Aber letztendlich waren diese Aufgaben eigentlich nur Hinweise darauf, wo sie die Aufgabe machen sollen oder wo die Stunde stattfindet. Weil das Ziel war nämlich, dass die Kinder am Ende des Lockdowns ein Schulübungsheft haben und ein Hausübungsheft. Nämlich eins, in dem auch die Eltern nachschauen können, was sie gemacht haben. Oder wo ich dann später mal darauf verweisen kann und sagen kann, erinnert euch noch, da am 17. November haben wir das in der Schulübung gemacht. Dann können die Kinder da einfach nachschauen, weil da sind nicht nur Rechnungen drinnen, sondern auch Informationen. Also wirklich ein digitales Schulübungsheft. Also dieses Kursnotizbuch, das ist so das zentrale Element von dem Teams, mit dem man da eigentlich arbeiten sollte. Der Rest ist irgendwie so Beiwerk rund um, das man halt benutzen kann, aber nicht immer überall alles sinnvoll ist. Ich habe zum Beispiel gemacht, da im linken Bereich die Strukturierung von dem Stoff, da haben sich die Kinder einfach orientieren können, dann wo sind wir denn jetzt, gell? Im allgemeinen Bereich oder bei den natürlichen Zahlen oder die Grundrechnungsarten haben wir dann jetzt zum Schluss durchgemacht. Und dann, die habe ich halt immer je nach Bedarf dann da dazugefügt. Und das könnte auch dann in weiteren Lockdowns da genauso weiter passieren. Und der letzte Kanal sind immer die Bonusaufgaben, da sind also die da drinnen, so. Kann man ja schauen. Die tauchen da nur so als Aufgabe auf. Mehr haben wir da in diese Kanäle nicht gemacht, nicht geschrieben, keine Dateien reingetan. Aber die Kinder können dann sagen, ah, da war die Aufgabe 7, da war die Aufgabe 8 und so. Bei den Grundrechnungsarten genauso, da steht eben die Unterrichtsstunde, die Hausübung und immer so abwechselnd Stunde, Hausübung, Stunde, Hausübung. Also das muss man von oben nach unten lesen. Stunde, am Ende der Stunde, Hausübung. Stunde, am Ende der Stunde, Hausübung. Und da war halt die letzte. Da bei den natürlichen Zahlen läuft es natürlich genau gleich. Was noch so ein Beiwerk war, das waren eben da die Aufgaben. Die waren so wie eine Anwesenheitsliste. Die Dateien habe ich in dem Fall nicht gebraucht. Das, was da noch interessant war, man kann nämlich mit Hilfe von diesem Plus da oben weitere Seiten einbinden und wir arbeiten ja normalerweise
mit dem Padlet, da stehen alle notwendigen Sachen drinnen und das habe ich da einfach mit eingebunden. Das heißt, wenn die Kinder da arbeiten, dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, machen wir das Ganze ganz groß, starten wir das Padlet, machen wir das Padlet ganz groß und dann haben sie da auch alle Sachen so, wie wir es normalerweise gewohnt sind. So auf einen Blick ist einfach für die Kinder alles da. Das geht auch weg. Das heißt, sie sehen, in welchem Thema wir gerade aktuell sind. Sie haben die aktuellen Lernvideos, die da zur Verfügung gestellt werden. Arbeitsblätter hat es im Moment da jetzt keine gegeben. Und sie haben immer die aktuelle Hausübung. Einfach nur einen Blick drauf und sie wissen schon, was da zum Tun ist. So, können wir das da wieder zumachen. Also so wird das eingebunden. Und dann das Kursnotizbuch. Das ist natürlich eine recht behäbige Geschichte, gell? Es geht doch relativ schnell, aber man muss halt geduldig sein da. Und wenn wir das aufmachen, dann haben wir jetzt da mehrere Bereiche. Da gibt es einmal die Inhaltsbibliothek. Die habe ich in dem Fall in dem Team da nicht gebraucht. Das war in einem anderen dann. Na, da habe ich es dann auch nicht, letztendlich nicht gebraucht. Das wäre also so, wenn ich sage, da habt ihr eine Vorlage. Die könnt ihr verwenden, aber die Kinder können es nur kopieren, aber nicht irgendwie bearbeiten. Das ist der Platz da nur für Lehrer. Hoppala. Da haben wir dann den Platz nur für Lehrer. Das ist so quasi meine Vorbereitungsmappe. Da drin habe ich all die Sachen gemacht, die ich für die Stunden gebraucht habe. Ich bin also hergegangen und habe gesagt, so, da sind also jetzt die einzelnen Stunden und die kann man sich da so anschauen, was wir da machen. Und da muss ich gleich dazu sagen, die Idee war eben dahinter, die kleinen Kinder in der ersten Klasse, die wissen natürlich noch nicht, wie so eine Mitschrift ausschauen soll, denn ich muss ja in der Schule im Heft immer genau sagen, wie sie das strukturieren können. Ziel soll sein, dass sie das später dann einfach einmal selber gestalten können. Deswegen habe ich mir da gedacht, ich schreibe also entweder das hin, was sie sagen wird, wenn ich vor der Klasse stehe, oder das, was sie so zum Tun haben. Eben, da haben wir zum Beispiel ein Beispiel vorgeführt. Hoppala, weg da mit dem. Wo sie eben genau gesehen haben, da, so soll das, das ist die Frage, das ist der Gedanke da dazu. Dann probieren wir das jetzt selber aus. Wir können uns nachher gerne ein paar Kinderarbeiten anschauen. Und dann, da sind Bereiche, welche Aufgaben sie noch machen sollen und die schweren Aufgaben für freiwillige Sachen. Ja, und dann da Motivationsbilder, die mögen sie auch recht gern. So habe ich das gemacht. Das gleiche habe ich gemacht bei den Hausübungen. Da habe ich auch jede einzelne Hausübung da praktisch so vorbereitet. Und da steht halt genau drinnen, was sie tun sollen. In dem Fall da im Übungsbuch eine Seite machen und das dann einfach abfotografieren und da hineinkopieren. Im Anschluss daran, wenn ich das gemacht habe, weil man sieht ja, ich habe da alle Kinder, also das sieht man nicht, die habe ich natürlich da verpixelt, aber da sind jetzt alle Kinder und alle diese Kinder haben eine Struktur, die ich jetzt erst nur vor übernommen habe. Das nächste Mal werde ich das nicht so machen. Da werde ich das einfach wachsen lassen. Da werde ich also bei der Erstellung des Kursnotizbuchs einfach gar keine Unterordner da hineinmachen, sondern da werde ich es leer lassen und dann jeweils das, was wir brauchen, werde ich anlegen. Und in dem Fall haben wir halt angelegt Schulübungen. Müsste man glauben, dass das jetzt da steht. Hausaufgaben. Und dann gibt es da noch diese Quizfragen, Arbeitsblätter und Notizen und die haben wir in dem Fall nicht gebraucht. Also das hat jedes Kind. Zwischendrin Kaffee. Wird Zeit, dass der Lockdown aus ist, weil der Bart ist lästig. Der kommt dann wieder weg. Ja, also ich bin dann da hergegangen und habe gesagt, Schulübungen, die Seite, die ich da behandeln will, habe dann gesagt, Kursnotizbuch, Seite verteilen, und dann habe ich gesagt, ich möchte haben, dass das bei den Kindern in die Schulübungen hineinkommt. Und das mache ich jetzt nicht noch einmal, weil das habe ich ja schon gemacht. Wenn ich dann auf Verteilen klicke, dann kriegt jedes einzelne Kind den Zettel sozusagen in sein Verzeichnis Schulübungen hinein und kann dann damit arbeiten. Das gleiche habe ich dann mit den Hausübungen gemacht.
Das heißt, die Kinder sind dann praktisch am Anfang der Stunde da gesessen und haben einen Schulübungszettel gehabt und einen Hausübungszettel und mit dem haben sie dann gearbeitet. Was mache ich während der Stunde? Ich gehe durch die Reihen und schaue so durch, was die Kinder schreiben. Das war da natürlich auch ein leichtes, weil ich brauche nur hergehen und sagen, Kursnotizbuch, Aufgaben der Schüler überprüfen. Und dann gehe ich halt her und sage, ich möchte jetzt die Schulübungen anschauen. Und zwar, wo haben wir da die heutige? 4.12. Weiter. Jetzt muss ich das Fuß da ein bisschen größer machen, sonst sieht man da nichts. Ja, und dann kann ich halt hergehen und sagen, ich klicke ein Kind an, warte kurz, und dann sehe ich sofort, was hat der oder die da geschrieben. Das war eben der Bereich ist das, was ich vorgeführt habe. Und das ist jetzt das, was die Kinder da bleiben offen. Das war der Bereich, den ich vorgeführt habe, und das war das, was dann die Kinder da selber hineingeschrieben haben. Passt. Dann zum Beispiel ein anderes Kind. Das ladet kurz. Und da sehe ich sofort, ja, brav geschrieben. Also so kann ich da praktisch Schulungsheftel für Schulungsheftel einfach durchgehen und mir anschauen, was sie so gemacht haben. Da sieht man schon, die hat da ein PDF aufgeladen. Wahnsinn. Das war gut. Passt, also so kann ich dann diese Arbeiten kontrollieren. Ich kann da zurückgehen. Nochmal zurück und sagen, ich schaue mir jetzt die Hausübungen an. Und nimm jetzt irgendeine ältere Hausübung, wo es drinnen ist, weiter. Und schauen wir halt auch wieder ein Kind an, in der Hoffnung, dass das jetzt da drinnen ist. Das war jetzt ausgerechnet der Tag, wo der Adventkalender begonnen hat, wo sie keine Hausübung gekriegt haben. Gut, gell? So, nehmen wir das nächste. So schaut also eine Hausübung auf, da war dann das, habe ich reingeschrieben. Was sie machen sollen, schreibe die Ergebnisse hierher und wir haben das halt so geübt, dass ich diese Pfeile da hineingemacht habe und immer wenn so ein Pfeil da ist, haben sie gewusst, da schreiben sie jetzt das Ergebnis her. Haben sie gemacht, haben sie gemacht, haben sie gemacht. Und die könnte jetzt da hergehen und sagen, ich sperre die Seite, ich könnte vorher noch irgendwie einen Kommentar dazu schreiben, sehr schön oder so irgendwas, und sperre dann die Seite. Das heißt, da können dann die Kinder nimmer irgendwas verändern oder so. Ist in dem Fall jetzt da jetzt nicht notwendig gewesen, aber das wäre eine Möglichkeit. So, das war also die Kontrolle von der Hausübung und von der Schulübung. Und der Vorteil ist halt jetzt, die Eltern können auch hergehen und sagen, was hast denn du da gemacht? Zeig mal her. Ich nehme da dicht, weil sie gerade offen ist. Was habt ihr denn heute in der Schulübung gemacht? Da, das war die unbekannte Seite. Sie macht nein. Was habt ihr heute in der Schulübung gemacht? Und dann sieht man sogar, okay, so haben sie das gemacht. Da ist jetzt ein Foto drinnen, was sie da hochgeladen hat. Und manche Kinder waren ja da recht schnell, manchmal, und um die auch zu beschäftigen. Das war übrigens nicht meine Idee, sondern das war die Idee von den Kindern, ob man nicht irgendwelche zusätzlichen Aufgaben geben können. Deswegen habe ich immer so ungefähr eine Viertelstunde vor Ende der Stunde habe ich dann über die Aufgaben so Bonusaufgaben erscheinen lassen. Die sind dann aufgepoppt und die Kinder haben sich draufgestürzt und da war dann eine Aufgabe eben, leg in deinem Schulübungsheft eine neue Seite an und die soll heißen, so wie die Aufgabe, also die Nummer, dann Bonus und dann das Datum. Und wenn man schaut, das hat alles sie geschrieben. Da habe ich gar nichts geschrieben. Und beim Bonus 3, genau, da hat sie die Aufgaben gelöst, da ein magisches Quadrat und da Spiegelzahlen ausgerechnet. Also völlig selbstständig. Ja, und jetzt ist das Ganze zu Ende. Jetzt könnte man das spaßhalber ausdrucken als PDF dann oder als PDF speichern und ausdrucken und den Schulübungsheftel einbicken. Oder wir lassen das einfach als elektronisches Schulübungsheft und Hausübungsheft. So glaube ich, werden wir es machen. Damit sind also die Mathematikstunden wunderbar abgelaufen. Ich habe das am Vorabend schon steuern können, dass ich genau auf die Zeit geschaut habe, wann soll welche Aufgabe erscheinen, also die Stundenaufgabe, die Bonusaufgabe und dann die Hausübung. Die Kinder haben sich so dran gewöhnt gehabt an dieses Kursnotizbuch, haben mit dem gearbeitet und als Ergebnis haben sie jetzt einfach ein digitales Lockdown-Schulübungs- und Hausübungsheft.
Bin ich gespannt, ob man den Traktor da hört. Also, Schwindelzettel.